Das ist die Weltkarte. Da haben die einfach Inseln gemacht und jede Insel heißt ein Land. Ja, oder also du hast mehrere Inseln, die nebeneinander liegen, sind immer ein Kontinent. Da hast du ein bisschen Blau und da hast du wieder ein Kontinent, also wieder mehrere Inseln, die haben. Zum Beispiel hast du Italien, Spanien, Frankreich, Europa. Und da hast du dann ein bisschen weiter weg dann halt Afrika und dann Togo und sowas. Aber da kommst du irgendwie nicht hin, wir jetzt gerade neben dem Busch aller Arabischen Schilder, ein bisschen teuer ist, wollen wir jetzt glaube ich gerade im Hafen oder so eine Fähre oder so ein Tourismusschiff oder so drauf haben. Und die bauen jetzt da beim Busch aller Arabischen ein Restaurant hin. Weil du kannst ja mal vom Strand aus dieses Hotel da im Hintergrund im Bild machen. Geht jetzt nicht mehr, weil wir da jetzt gerade ein Hotel bauen. Im Strand, frischen Stück. Ja, dieses große Hotel da, was einzeln steht am Strand. Heute der zweite Tag.